Moin, moin. Meine Güte, was habe ich mir letztes Mal einen abgestottert zur Begrüßung. Guten Abend, guten Mittag, guten Morgen oder was und wo immer ihr seid. Wo ich herkomme, sagt man moin, moin. Kann man den ganzen Tag sagen. Also, herzlich willkommen zu einer weiteren Lesung von Babylon nach Rom von Alexander Hislop im Original The Two Babylons. Wir befinden uns im zweiten Kapitel, immer noch unter dem Punkt Gegenstände der Verehrung. Wo es jetzt weitergeht, im Abschnitt 2, das heißt Mutter und Kind und das Urmodell des Kindes. Das ist der Anfang und danach geht es gleich weiter im Unterabschnitt 2a, das Kind in Assyrien. Nun, was ich euch eben ankündigen muss, ist, dass es normalerweise eine 14-seitige Geschichte, was ich heute lesen wollte. Ob ich das alles auf einmal geschafft kriege, weil ich will es ungefähr bei einer Stunde halten, dass mir nicht die Leute einschlafen beim Zuhören. Werden wir sehen, wie weit wir kommen, ne? Also, wir fangen jetzt an mit Mutter und Kind, das Urmodell des Kindes im Kapitel 2 von Babylon nach Rom. Ich wünsche euch viel Spaß und wie immer, Kommentare sind willkommen, auch Fragen. Wenn ich sie beantworten kann, tue ich das immer gerne. Und von daher legen wir mal los. Dies war die Theorie, die wir halt im vorigen Kapitel oder einer vorigen Lesung gesprochen hatten. Aus den drei Personen war der ewige Vater, der Geist Gottes, Fleisch geworden in einer menschlichen Mutter und ein göttlicher Sohn, die Frucht dieser Fleischwerdung geworden. Dies war die Theorie. In der Praxis jedoch wurde die erste Person der Gottheit übersehen. Als der große Unsichtbare, der keinen unmittelbaren Anteil an menschlichen Angelegenheiten nahm, war er, Zitat, durch Stille allein zu verehren, Zitat Ende. Das heißt, in Wirklichkeit wurde er von der Menge überhaupt nicht verehrt. Indien heute illustriert dies in auffallender Weise. Obwohl Brahma nach den heiligen Büchern die erste Person der hinduistischen Dreiheit ist und die Religion von Hindustan nach diesem Namen benannt ist, wird er doch nie verehrt. Und es ist heute kaum noch ein Tempel in ganz Indien übrig von denen, die einst zu seiner Ehre errichtet wurden. Ebenso ist es auch in jenen Ländern Europas, in denen das päpstliche System am vollständigsten entwickelt ist. Im päpstlichen Italien, außer dort, wo das Evangelium kürzlich Eingang gefunden hat, ist, so geben es Reisende allgemein zu, jeder Anschein der Anbetung des ewigen und unsichtbaren Königs fast erloschen. Wohingegen die Mutter und das Kind die großen Gegenstände der Anbetung sind. Genauso war es, was Letzteres betrifft, im antiken Babylon. Die Babylonier verehrten in ihrer Volksreligion vorrangig eine Muttergottheit und einen Sohn, der in Statuen und Bildern als Säugling oder Kind in den Armen seiner Mutter dargestellt wurde, wie wir in den Abbildungen 5 und 6, die ich hier in das Video einarbeiten werde, sehen können. Wo war ich denn stehen geblieben? Och, Mensch nochmal, da geht man einmal kurz mit dem Augen weg. Von Babylon aus breitete sich diese Verehrung von Mutter und Kind bis ans Ende der Erde aus. In Ägypten auch heute noch als Isi und Iswara. Obwohl Iswara der Mann ist, der Isi ist, wird er auch als Säugling an ihrer Brust dargestellt. Und das ist eine Sache, das wird uns das ganze weitere Kapitel noch beschäftigen, dass der Mann oftmals auch das Kind ist oder das Kind oftmals auch der Mann ist. In Asien als Kybele und Deuius. Das ist ein ganz, ganz schwieriges Wort. Also, in Ägypten wurden Mutter und Kind unter den Namen der Isis und Osiris verehrt. Ja, Osiris als Kind, auch meistens Horus genannt. In Indien auch heute noch als Isi und Iswara. In Asien als Kybele und Deioisios. Im heidnischen Rom als Fortuna und Jupiter. Puer oder Pyr, das heißt Jupiter der Knabe. In Griechenland als Ceres, da erinnern wir uns noch an, ne? Ceres, die große Mutter mit dem Kind an ihrer Brust. Oder als Irene, die Göttin des Friedens mit dem Knaben Plutos in ihren Armen. Und selbst im Tibet, in China und Japan stellten die Missionare der Jesuiten erstaunt fest, dass die genaue Entsprechung zur Madonna, da gleich noch ein bisschen mehr hin, dass die genaue Entsprechung zur Madonna und ihrem Kind ebenso ehrfürchtig verehrt wird wie im päpstlichen Rom selbst. Xingmu, die heilige Mutter in China, wird mit einem Heiligenschein und einem Kind in ihren Armen dargestellt. Gerade so, als wäre ein römisch-katholischer Künstler beauftragt worden, sie zu anfertigen. Nun, bei dem Wort Madonna, da muss ich noch ein kleines bisschen extra Erklärung zu geben. Abgesehen davon, dass ich jetzt nicht
Entschuldigung, wirklich, die Mühe mache ich mir jetzt nicht. Das habe ich in Rudolfs und Ibel habe ich das gemacht, als wir über Madonna gesprochen haben. Eingegangen bin auf die Illuminatensängerin Madonna, die ihr ja wahrscheinlich kennt. Die ist ja die Mutter der Illuminatensängerin. Und wenn ihr mir da nicht glaubt, guckt euch das mal an. Ihre Auftritte im Super Bowl und weiß auch ich nicht wo. Also das ist nur Sonnengottverehrung und Satanismus, was sie bringt. Aber über den Namen Madonna gibt es eine interessante Fußnote, die der Alexander hier schreibt in seinem Buch. Und ich habe mir zur Angewohnheit gemacht, auch diese Fußnoten mit einzunehmen, wenn sie interessant sind. Und zur näheren Erläuterung des Namens Madonna finde ich, ist das hier ganz interessant. Deswegen gehen wir eben ein wenig tiefer darauf ein, woher Hyslop das weiß mit der Madonna. Dass wir auch nachvollziehen können, warum er das hier behauptet. Das ist im Anhang des Buches zu finden, wie ich genauer sagte. Nur die Quellenangaben, die während dieser Fußnote auch noch angegeben werden, die lasse ich aus. Das wäre jetzt zu kompliziert, das immer zu sagen, das hat er hiervon oder davon. Wenn ihr das wissen wollt, lest es selbst nach. Deswegen tue ich ja den Link des Buches auch als PDF in die Beschreibungsbox des Videos. Jedenfalls, genaue Entsprechung zur Madonna, sagt der Autor hier. Der Name, mit dem die Italiener im Allgemeinen die Jungfrau bezeichnen, ist nur die Übersetzung eines der Titel der babylonischen Gottheit. Wie Baal oder Belus der Name der großen männlichen Gottheit Babylons war, wurde die weibliche Gottheit Beltis genannt. Man fand heraus, dass dieser Name in Ninive auf die Mutter der Göttin angewendet wurde und in einer Rede, die Nebukadnezar, also der König von Babylon, zugeschrieben wird und uns in Eusebius' Praeparatio Evangelii erhalten geblieben ist, werden beide Titel Belus und Beltis als Titel des großen babylonischen Gottes und der Göttin vereint. Der griechische Belus, der höchste Titel des babylonischen Gottes, war unzweifelhaft Baal, der Herr. Darum war Beltis als Titel der weiblichen Gottheit die Entsprechung zu Baalti, was im Deutschen meine Herrin, meine Frau ist, im Lateinischen mea domina und im Italienischen zu der wohlbekannten Madonna entstellt wurde. In Verbindung damit möchte ich anmerken, dass der Name der Juno, der klassischen Himmelskönigin, der im Griechischen Hera lautete, ebenso die Herrin bedeutete und dass der besondere Titel der Kybele oder Rhea in Rom Domina, die Herrin, war. Überdies gibt's einen guten Grund zu glauben, dass Athena, der bekannte Name der Minerva in Athen, genau dieselbe Bedeutung hatte. Das hebräische Adon, der Herr, wird mit Punkten Aton ausgesprochen. Wir haben Beweise dafür, dass dieser Name den asiatischen Griechen, von welchen der Götzendienst in großem Maße ins europäische Griechenland einfloss, als Name Gottes in der Form von Atan bekannt war. Eustathios sagt in einer Anmerkung zur Periagesis des Dionysius, wobei es um lokale Namen in der Gegend von Laodicea geht, Zitat: Atan ist Gott. Ende Zitat. Die weibliche Form von Atan, der Herr, ist Athana, die Herrin, was im attischen Dialekt Athena ist. Es besteht kein Zweifel, dass Minerva allgemein als Jungfrau dargestellt wird. Dessen ungeachtet erfahren wir von Strabo, dass von ihr gesagt wurde, dass sie die Mutter des Korybant durch Helios oder die Sonne war. Es ist sicher, dass die ägyptische Minerva, die der Prototyp der athenischen Göttin war, eine Mutter war und als Muttergöttin oder Mutter der Götter bezeichnet wurde. Eine interessante Erklärung des Wortes der Madonna, deswegen die genaue Entsprechung der Madonna und ihrem Kind und die Verehrung davon. Nun fahren wir fort im Unterabschnitt 2a, das Kind in Assyrien. Es gibt einen guten Grund zu glauben, dass das Urmodell dieser Mutter, deren Verehrung so weit verbreitet ist, Semiramis war, die schon erwähnt wurde und bekanntermaßen von den Babyloniern und anderen östlichen Völkern verehrt wurde, und zwar unter dem Namen Rhea, die große Muttergöttin. Jedoch erhielt sie all ihren Ruhm und ihr Anrecht auf Erhebung zur Göttin durch ihren Sohn. Dieser Sohn war, auch wenn er als Kind in seiner Mutter Armen dargestellt wurde, eine Person von hohem Wuchs und enormen Körperkräften sowie von höchst faszinierendem Verhalten. In der Heiligen Schrift wird auf ihn unter dem Namen Tammuz Bezug genommen, so wie wir in Hesekiel 8, Vers 14 lesen können, Zitat: Und er führte mich hinein zum Tor an des Herrn Hause, das gegen Mitternacht steht, und siehe, da selbst saßen Weiber, die weinten über den Tammuz. Ende Zitat aus Hesekiel.
wobei er aber den klassischen Schreibern allgemein unter dem Namen Bacchus bekannt ist, was der Beweinte bedeutet. Also, wenn wir in der Bibel über Tammuz sprechen, und das Hesekiel, was ich gerade vorgelesen habe, ist sehr interessant für euch zu sehen. Da stehen die Männer mit dem Rücken zum Heiligen, zur Sonne gerichtet, die Sonne anzubeten, und die Frauen sitzen auf der Treppe und weinen über Tammuz. Ein ganz wichtiger Teil in der Bibel, sollte man sicher sich anschauen. Ist sehr interessant. Und dieser Tammuz ist halt unter den Heiden auch bekannt unter dem Namen Bacchus. Und da gehen wir, glaube ich, in der Zukunft noch eine ganze Menge drauf ein, auf den Bacchus. Und ich bin eine ganze Menge eingegangen auf Bacchus in Rulers of Evil, falls euch das im Englischen interessieren sollte. Jedenfalls, Bacchus steht hier für der Beweinte. Für den einfachen Leser bedeutet der Name Bacchus nicht viel mehr als Festlichkeiten und Trunkenheit an. Aber es ist bekannt, dass inmitten all der Gräuel, die diese Orgien begleiten, oder begleiteten, Entschuldigung, ihre große Absicht erklärtermaßen, Zitat, die Reinigung der Seelen war. Ende Zitat. Und zwar von der Schuld der Beschmutzung der Sünde. Dieser Beweinte, als kleines Kind in seiner Mutter Armen dargestellt und verehrt, scheint in Wirklichkeit der Gatte der Semiramis gewesen zu sein, dessen Name Ninus, unter welchem er im Allgemeinen der klassischen Geschichte bekannt ist, wörtlich Sohn bedeutete. Da Semiramis, die Gattin, als Reha angebetet wurde, deren großes Kennzeichen das der großen Muttergöttin war, war ihre Verbindung mit ihrem Gatten unter dem Namen Ninus Sohn ausreichend, um zur besonderen Verehrung von Mutter und Sohn zu führen, die unter den Völkern der Antike so weit verbreitet ist. Zweifellos ist dies auch die Erklärung dafür, dass Ninus manchmal als der Gatte und manchmal als der Sohn der Semiramis bezeichnet wird, was die Forscher der alten Geschichte so sehr verwirrt hat. Dies erklärt auch die Herkunft der gleichen Verwirrung über die Beziehung zwischen Isis und Osiris, Mutter und Kind bei den Ägyptern. Denn wie Bunsen aufzeigt, wurde Osiris in Ägypten zugleich als Sohn und Gatte seiner Mutter dargestellt und trug als einen seiner Würden und Ehrentitel den Namen Gatte der Mutter. Da lesen wir mal eben die Fußnote zu, um das besser zu verstehen. Gatte der Mutter. Ich möchte hier anmerken, sagt der Autor, dass genau dieser Name, Gatte der Mutter, der Osiris verliehen wurde, sogar heute noch in englischsprachigen Ländern im allgemeinen Gebrauch zu sein scheint. Auch wenn es nicht die leiseste Spur dafür gibt, was der Begriff bedeutet, beziehungsweise woher er kommt. Herodot erwähnt, wie erstaunt er war, als er in Ägypten genau das gleiche traurige, aber hinreißende Lied von Linos hörte, von den Ägyptern gesungen, wenn auch unter einem anderen Namen, das er in seinem eigenen Herkunftsland Griechenland zu hören gewohnt war. Linos war derselbe Gott wie der Bacchus der Griechen oder Osiris von Ägypten. Denn Homer stellt einen Jungen vor, der während der Weinlese das Lied von Linus singt. Und der Scholiast sagt, dieses Lied sei zum Gedenken an Linus gesungen worden, der von Hunden in Stücke gerissen worden sei. Der Beiname Hunde, der sie beschreibt, die Linus in Stücke rissen, wird offensichtlich in mythologischem Sinn verwendet. Und es wird sich später herausstellen, wie vollständig er durch den anderen Namen, unter dem er bekannt ist, Narzissus, als der griechische Bacchus und der ägyptische Osiris identifiziert wird. An manchen Orten Ägyptens scheint für das Lied von Linus oder Osiris eine eigentümliche Melodie verwendet worden zu sein. Savory sagt, dass im Tempel von Abydos der Priester die sieben Vokale in Form von Lobgesängen wiederholte und dass es den Musikern verboten war, einzutreten. Strabo, auf den sich Savory bezieht, nennt den Gott dieses Tempels Memnon. Aber von Wilkinson erfahren wir, dass Osiris der große Gott von Abydos war, so dass offensichtlich ist, dass Memnon und Osiris nur unterschiedliche Namen derselben Gottheit waren. Der Name des Linus oder Osiris als Gatte seiner Mutter lautete in Ägypten Kamut, genau wie diese Weizensorte, die man kauft, Kamut heißt. Als Papst Gregor der Große in die römische Kirche das einführte, was jetzt als gregorianische Gesänge bezeichnet wird, übernahm er sie von den chaldäischen Mysterien, die schon lange in Rom eingeführt waren. Denn der römisch-katholische Priester Justus gibt zu, dass diese Gesänge weitgehend aus lydischen und phrygischen Melodien, also phrygischen Melodien bestanden, wobei Lydien
und Phrygien zu späteren Zeiten zu den Hauptsitzen der Mysterien gehörten, von denen die ägyptischen Mysterien nur einen Zweig bildeten. Diese Melodien waren heilig, die Musik des großen Gottes, und als Gregor sie einführte, führte er damit die Musik des Kamut ein. Und so geschah es allem Anschein nach, dass der Name des Osiris oder Kamut, der Gatte der Mutter, in den englischsprachigen Ländern als Bezeichnung für die Tonleiter in der Musik in alltäglichem Gebrauch ist. Denn was ist die Melodie des Osiris bestehend aus den zu einem Lobgesang gestalteten 7 Vokalen anderes als die Tonleiter, die im Englischen Gamut heißt? Also, wir kommen von Kamut, K-A-M-U-T, zu der Tonleiter, die im Englischen Gamut heißt, G-A-M-U-T. Seht ihr die Verwandtschaft und wie das alles zusammenhängt? Das finde ich so faszinierend, nicht nur an diesem Buch, das finde ich so faszinierend an dieser ganzen Lehre. Wenn man sich mit diesen heidnischen Göttern beschäftigt, wo das alles herkommt, und wenn man dann sieht, was einem heutzutage als Christentum verkauft wird, Menschen, darum geht's doch in diesem Buch. Diese ganzen heidnischen Göttertraditionen, die ich euch hier erkläre, werden doch nur dazu gebraucht, um euch das heute als Christentum unter dem Titel Katholizismus, römisch-katholische Kirche, zu verkaufen. Was hat das denn bitte schön mit dem geschriebenen Wort Gottes zu tun? Was hat das mit der Bibel zu tun? Vielleicht könnt ihr mir darauf antworten. Ich finde, es hat da gar nichts mit zu tun. Es ist eine Entführung, eine Missstellung des Christentums. Es ist eine Vergewaltigung des Christentums. Vielleicht kann man das so am besten sagen. Also jedenfalls war das ja schon mal ein ganz interessanter Abschweif eben mal zum Gatte der Mutter, um da mal eben hin abzuschweifen, auf diesen Kamut. Dies wirft nun mehr Licht auf die bereits erwähnte Tatsache, dass der indische Gott Ishwara als kleines Kind an der Brust seiner eigenen Frau Isi oder Parvati dargestellt wird. Dieser Ninos oder Sohn also, den die babylonische Madonna Semiramis in ihren Armen trägt, wird so beschrieben, dass er ganz klar als Nimrod identifiziert werden kann. So, Nimrod, da kann ich jetzt natürlich nicht so eben drüber hinweglesen. Meine Zuhörer und Zuschauer, die sich mit der Bibel befassen, die werden natürlich ganz deutlich wissen, wer Nimrod ist. Und ich habe vorher den Namen Semiramis erwähnt. Und was der Autor bis jetzt hier so nicht erwähnt hat, möchte ich dann gerne mal eben klarstellen für die Leute, die es noch nicht wissen. Nimrod, der erste König dieser Erde, der Gründer von Babylon, der Ehemann von Semiramis, der, nachdem er gestorben war, in viele Teile zerteilt wurde, von dem Semiramis die verschiedenen Teile dann wieder aufgesammelt hat und bis auf eins nicht gefunden hat. Das einzige Teil, das von ihm nicht gefunden wurde, klingt vielleicht lachhaft, ist sein Geschlechtsteil. Und daher haben wir überall auf der Welt diese Obelisken in Paris, in London, einen ziemlich großen in Rom auf dem Petersplatz, in der Mitte vor der Basilikum, in der Mitte vor dem Sonnenrad, dem achteckigen, dem achtspeichigen Sonnenkreuz, das den St. Petersplatz kennzeichnet, und das Washington Monument. Und den größten Obelisken überhaupt in Texas, solltet ihr euch mal angucken. Da oben drauf ist dann sogar, der ist ein bisschen größer als das Washington Monument, das mit 555 Fuß Höhe, 55,5 Fuß Breite und 55,5 Fuß Tiefe, 55,5 und 555 auf 666 Fuß in total in der Größe kommt, ist der texanische selbst noch ein Tickchen größer und da oben drauf ist ein riesiges Pentagramm. Aber jetzt schweife ich zu sehr ab hier. Ich hatte mir eine Nota gemacht über den Nimrod, der halt, nachdem er, also er war der König, Semiramis war seine Frau, er wurde getötet, zerstückelt, alles bis auf ein Stück hat sie zurückgefunden und zusammensetzen können, aber sein Geschlechtsteil hat sie nicht gefunden, daher kommt diese Obelisken, die wir heute übrigens noch in der Kirche zurückfinden. Was denkt ihr, warum die Kirchen solche steilen Dächer haben? Diese spitzen Dächer,
Das ist, weil das vom Obelisken abgeschaut ist. Das ist ein Sexual. Das ist der Sexualkult der römisch-katholischen Kirche. Und da jedenfalls behauptete danach Semiramis, dass Nimrod in der Sonne wiedergeboren wurde und dass sie davon beschwängert wurde. Und als sie dann ihr Kind zur Welt brachte, den Tammuz, hatte sie eben gleichzeitig ihr Kind und ihren Mann sozusagen in der Hand. Ne? Also das mal eben so als Hintergrund, das hat ja der Hislop noch nicht geschrieben, da kommen wir vielleicht später noch zu. Aber Nimrod, und da will ich jetzt eben mal drauf hinaus, Nimrod ist für den Gedankengang dieses Buches von zentraler Bedeutung. Da kann ich dem Autor nur zustimmen. Der Bibel zufolge ist er als Gewaltherrscher der erste König der Erde. So können wir im ersten Buch Mose, Kapitel 10, Vers 10 nachlesen. Und daher ist er das Urbild für den Gegenspieler des Messias, des wahren Königs und Erlösers der Menschen. Da geht es doch drum, der große Kampf zwischen Gott und Satan. Gott gibt uns ein Bild, das ist die Wahrheit, und Satan nimmt dieses Bild, dreht es 180 Grad ins Verkehrte um und gibt das für seine Wahrheit aus. Aber, und das ist wichtig, um zu begreifen, Satans Lügen basieren immer auf einem Körnchen Wahrheit. Es geht darum, diesen Berg der Lügen zu durchkämmen und dieses eine Körnchen Wahrheit daraus picken zu können und dann die eine Wahrheit an die andere Wahrheit anzuknüpfen. Nun kann man das machen, wenn man die ganzen Lügenberge durchsuchen will. Das ist jeweils wie die Nadel im Steck, wie die Stecknadel im Heuhaufen suchen, kann ich euch garantieren. Oder man kann sich's leichter machen. Man nimmt einfach die Bibel als die Wahrheit. Und wenn man die Bibel kennt und von daher die Wahrheit kennt, dann ist es auch viel leichter, die Lüge zu entdecken. Und deswegen kann ich nur sagen, Bibelstudie, Bibelstudie, Bibelstudie. Wer das Wort Gottes kennt, der kann die Lüge Satans leicht identifizieren und der hat ein viel leichteres Leben. Nun gut, Entschuldigung für die Abweichung hier, aber meine persönliche Erklärung gehört ja auch immer ein bisschen dabei, ne? Finde ich doch zumindest. Wie ich gerade eben sagte, dass Nimrod der erste Gewaltherrscher und König der Erde ist, wie wir im 1. Mose 10, Vers 10 nachlesen können, deswegen lese ich euch mal eben kurz ein paar Verse daraus vor, fange aber an bereits beim 1. Mose, also im Buch Genesis, im 8. Vers. Zitat: Kuss, Chus, ne? Kuss, also ich weiß nicht, wie man das sonst im Deutschen ausspricht. Ich spreche das Kuss aus, so spricht man das im Englischen aus. Kuss aber zeugte den Nimrod. Der fing an, ein gewaltiger Herr zu sein auf Erden und war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Daher spricht man, das ist ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn, wie Nimrod. Und der Anfang seines Reiches war Babel, Erech, Akkad und Kalne im Lande Sinear, oder wie man im Englischen so schön sagt, Shinar. Man spricht dann auch von der Shinaya Glory. Von dem Land ist er gekommen nach Assur und baute Ninive und Rehoboth, Ir und Kala, dazu Riesen zwischen Ninive und Kala. Ja, also, das war eine kleine Erklärung, dass ihr schon mal ein bisschen eine Idee habt, wer Nimrod ist, den wir auch als Ninos weiterhin noch besprechen werden hier. Ninos, König der Assyrer. Da kleine Fußnote vom Autor eben mit bei, über den König der Assyrer. Die Bezeichnung Assyrer hat, wie bereits angemerkt, eine breit gefächerte Bedeutung unter den klassischen Autoren, wobei die Babylonier ebenso eingeschlossen werden wie die eigentlichen Assyrer. Also, wenn wir über Assyrier sprechen hier, vergesst nicht, dass wir uns immer auch beziehen auf die Babylonier. Okay? Ninos, König der Assyrer, sagt Trogus Pompeius in einer Zusammenfassung von Justinus, änderte zunächst die zufriedene Mäßigkeit der Lebensweise dieser grauen Vorzeit, angespornt durch eine neue Leidenschaft, den Wunsch nach Eroberung. Er war der Erste, der Krieg gegen seine Nachbarn führte, und er, Entschuldigung, und er eroberte alle Völker von Assyrien bis Libyen, da sie noch nicht mit den Künsten des Krieges vertraut waren. Dieser Bericht weist direkt auf Nimrod hin und kann auf niemand anderen angewendet werden. Der Bericht von Diodorus Siculus stimmt damit völlig überein und fügt einen weiteren Charakterzug hinzu, der seine Identität noch besser feststellen lässt.
Dieser Bericht lautet, Zitat, Ninos, der älteste in der Geschichte erwähnte assyrische König, leistete Großes. Vergesst nicht, assyrische Babylonien, ne? Da er von Natur aus kriegerisch veranlagt und begierig nach Ruhm war, der aus Tapferkeit hervorging, bewaffnete er eine beträchtliche Anzahl junger Männer, die wie er tapfer und kräftig waren, trainierte sie über lange Zeit und durch schwere körperliche Bewegung und Härte und gewöhnte sie mit diesen Mitteln daran, die Strapazen des Krieges zu ertragen und Gefahren unerschrocken gegenüberzustehen. Ende Zitat. Diodorus nennt also Ninos den ältesten der assyrischen Könige und sagt von ihm, dass er jene Kriege begann, die seine Macht außerordentlich groß werden ließen, da sie ihm das Volk von Babylonien unterwarfen, während bisher die Stadt Babylon noch nicht existierte. Dies zeigt, dass er genau die Stellung des Nimrod einnahm, von welchem die Heilige Schrift berichtet. Er wäre der Erste, der Macht gewann auf Erden und der Anfang seines Königreichs war Babel. Erstes Buch Mose, Vers 10, wie ich bereits erwähnt habe. Also Kapitel 10, Vers 10. Als die Erbauer Babels nach der Verwirrung ihrer Sprache über die Erde verstreut wurden und daher sowohl die Stadt als auch den Turm verließen, den sie zu bauen begonnen hatten, konnte man von Babylon nicht wirklich sagen, dass es als Stadt existierte, bevor Nimrod es nicht zur Grundlage und zum Ausgangspunkt seiner Herrschaft machte, indem er dort seine Macht etablierte. In dieser Hinsicht harmonieren die Geschichten von Ninos und Nimrod genau miteinander. Auch ist die Art, wie Ninos zu seiner Macht kam, genau die gleiche wie bei Nimrod. Es kann keinen Zweifel daran geben, dass er seine Anhänger mittels Abhärtung durch Plackereien und Gefahren der Jagd schrittweise zum Gebrauch von Waffen heranbildete und sie so darauf vorbereitete, ihn zum Aufrichten seiner Herrschaftsgebiete zu verhelfen. Genau wie Ninos seine Gefährten dazu heranbildete, dass sie ihn zum ersten assyrischen König machten, indem er sie durch schwere körperliche Bewegung und Härte lange Zeit trainierte. Die Schlussfolgerungen, die sich von diesen Zeugnissen der Geschichte des Altertums ableiten lassen, werden durch viele zusätzliche Überlegungen erhärtet. Im ersten Buch Mose, Kapitel 10, Vers 11, finden wir einen Textabschnitt, der, wenn seine Bedeutung richtig verstanden wird, ein sehr zuverlässiges Licht auf dieses Thema wirft. Deswegen habe ich ja vorhin zwischen 8 und 11 vorgelesen. Dieser Abschnitt lautet nach der King James Bibel folgendermaßen. Zitat: Von diesem Land aus Azur baute er baute Nineveh. Also von diesem Land zog Assur aus und baute Nineveh. Zitat Ende. Der Text spricht davon, dass Assur aus dem Lande China, wie ich bereits bemerkte, auszog, als wäre es etwas Bemerkenswertes, während doch die Menschen ganz allgemein aus demselben Land auszogen. Er basiert auf der Annahme, dass Assur eine Art göttlichen Rechts auf dieses Land hatte und irgendwie von Nimrod daraus vertrieben worden war, während im Kontext anderswo kein göttliches Recht erwähnt wird oder nachgewiesen werden kann. Überdies berichtet der Text, dass Assur in der unmittelbaren Nachbarschaft Nimrods ein ebenso mächtiges Königreich wie Nimrod selbst errichtete, wobei Assur 4 Städte baute, von denen eine, und dies wird betont, groß gewesen ist. Das lesen wir dann im Vers 12. Dagegen baute Nimrod nach dieser Übersetzung genauso viele Städte, von denen keine speziell als groß gekennzeichnet wird. Nun ist es letztlich unwahrscheinlich, dass Nimrod einen so mächtigen Rivalen in seiner Nähe still ertragen hätte. Um derartige Schwierigkeiten zu beseitigen, wurde vorgeschlagen, die Worte so wiederzugeben. Zitat: Von diesem Lande zog er, Nimrod, nach Assur oder Assyrien aus. Zitat Ende. Dann aber hätte gemäß der herkömmlichen Verwendung der Grammatik das Wort im Original Ashura heißen müssen, unter Beifügung eines Zeichens von Bewegung an einen Ort, während es jedoch einfach Ashur ohne Beifügung eines solchen Zeichens von Bewegung heißt. Ich bin davon überzeugt, fährt der Autor fort, dass die ganze Verwirrung, die die Kommentatoren bisher empfanden, wenn sie diesen Textabschnitt betrachteten, von der Annahme herrührt, dass es in dem Abschnitt einen Eigennamen gibt, während in Wirklichkeit kein Eigenname vorkommt.
Ashur ist das Partizip passiv eines Verbs, das in seinem chaldäischen Sinn stark machen bedeutet und meint folglich gestärkt werden oder stark gemacht sein. So gelesen lautet der ganze Abschnitt schlicht und einfach ab Vers 10 in der Bibel: Und der Anfang seines Nimrods Königreichs war Babel und Erech und Akkad und Kalne. Zitat Ende. Ein Anfang schließt natürlich ein, dass etwas darauf folgt. Und das finden wir hier im Vers 11. Zitat: Von diesem Lande zog er, stark gemacht oder als er stark gemacht worden war, Aschur, aus und baute Ninive. Zitat Ende. Und so weiter. Dies stimmt dann genau mit der Aussage von Justinus über die Geschichte des Altertums überein. Zitat: Ninus stärkte die Größe seines erworbenen Herrschaftsbereichs durch fortgesetzte Inbesitznahme. Als er nach Unterwerfung seiner Nachbarn durch eine Zunahme seiner Macht noch mehr gestärkt wurde, zog er gegen andere Stämme aus und jeder neue Sieg bereitete den Weg für die nächsten. Er unterwarf sich alle Völker des Ostens. So war also Nimrod oder Ninus der Erbauer von Ninive. Und dadurch wo erklärt sich die Herkunft des Namens dieser Stadt als Wohnung des Ninus und wirft gleichzeitig Licht auf die Tatsache, dass der Name des Hauptteils der Ruinen von Ninive heute Nimrud lautet. Nimrud, N-I-M-R-O-U-D. Nun, wer darüber mehr erfahren will an dieser Stelle, für den füge ich den englischen Link ein von Wikipedia oder auch von Deutsch über Nimrud, dass ihr das mal nachlesen könnt. Aus dem deutschsprachigen Artikel, also da müsst ihr halt in die Beschreibungsbox des Videos gehen und da mache ich den Wikipedia-Link rein, dann könnt ihr ein bisschen mehr über das Nimrud, auch wie man es heute noch kennt, nachlesen. Aus dem deutschsprachigen Artikel hier ein kleiner Auszug, um euch das mal schmackhaft zu machen. Anfang März 2015 wurde bekannt, dass Terroristen des Islamischen Staats, IS, ISIS oder ISIL oder wie immer man diese Organisation nennen will, begonnen hätten, die archäologischen Städte mit Baggern zu zerstören. In der Ideologie der Terrororganisation gelten die Statuen und Abbildungen als Abgötterei, die nicht mit dem Islam vereinbar sei. Archäologen und Altertumswissenschaftler reagierten weltweit mit Empörung und Entsetzen. Die Generaldirektorin der UNESCO, Irina Bokova, bezeichnete die Zerstörung als Angriff auf das irakische Volk und als eine systematische Zerstörung des Kulturerbes der Menschheit aus dem Altertum, was ein Kriegsverbrechen darstelle. Am 12. April 2015 wurde im Internet ein Video verbreitet, das die Sprengung und wohl vollständige Zerstörung der antiken Stadt zeigt. Nun, meine Meinung hierzu? Bravo! Ihr tut wirklich Gottes Werk, indem ihr hier Götzen zerstört, die der Herr sowieso verbietet. Leider ist das nicht der Grund, weshalb das geschieht, aber dass es geschieht, gefällt mir. Muss ich mal ganz ehrlich anmerken hierbei. Also, Nimrud gibt es heute noch. Und dass Saddam Hussein damit beschäftigt war, das alte Babylon wieder aufzubauen, dürfte ja wohl allgemein bekannt sein. Und wer es nicht weiß, bitte macht eure eigenen Nachforschungen. Das gibt schon Gründe, warum man dem auf die Finger getickt hat. Ey, und ich nehme Saddam Hussein nicht in Schutz, ne? Da waren 33 Grad Hochfreimaurer, also auch unter Jesuitenbeschutz. Also da nicht von. Aber was der also alles angestellt hat, ganz interessant. Sollte man sich vielleicht mal mit beschäftigen. Aber bitte außerhalb dieser Buchlesung hier, sonst komme ich ja nie ans Ende von fast 400 Seiten. Der Autor fährt fort am Ende der Seite, auf der ich gerade bin. 34 oder sowas. Wenn wir nun annehmen, dass Ninus Nimrod ist, ey, das sollten wir annehmen, das sollten wir akzeptieren, das ist so, dann erklärt sich das sonst Unerklärliche an den Aussagen der Altertumsgeschichte von selbst. Und dies bestätigt sehr stark die Wahrheit dieser Annahme. Ninus soll der Sohn von Belus oder Bel gewesen sein
und Bel der Gründer Babylons. Wenn Ninus wirklich der erste König Babylons war, wie kann man dann von Belus oder Bel seinem Vater sagen, dass er dessen Gründer war? Leute, ich sag euch, das wird sowas von interessant. Beides kann sehr gut sein, wie wir sehen werden, wenn wir überlegen, wer Bel war und was er tat. Wenn Ninus Nimrod war, wer war dann der historische Bel? Er muss Kusch gewesen sein, denn Kusch zeugte Nimrod, wie wir im ersten Buch Mose, Kapitel 10, Vers 8 nachlesen können. Und Kusch wird als einer der Redelsführer in dem großen Abfall dargestellt. Nun, zu Kusch. Wer ist Kusch? Hände hoch, wer's weiß. Hä? Kusch ist ein Sohn von Ham. Und Ham ist einer der vier Söhne von Noah. Einer der acht Überlebenden aus der Arche. Wir sprechen also hier über den Abfall, wie der Autor das hier gerade eben nennt, von dem Glauben von Gott. Das Heidnische, das sich gründet unter den Einfluss Satans. Wir sprechen hier über die Leute, die die Flut überlebt haben. Millionen und Abermillionen Menschen und Tiere sind ersoffen, weil Gott die ganze Welt geflutet hat und er hat acht Menschen gerettet. Und einer von den Geretteten, Ham, ist der Vater von Kusch. Weil Kusch ist ein Sohn von Ham. Der weiß von seinem Vater, was vor ihm passiert wird und wozu Gott in der Lage ist. Und trotzdem ist er derjenige, der dazu beiträgt, Babylon zu gründen. Das Babylon, Leute, mit dem wir heute immer noch kämpfen, unter dem Namen Rom. Aber dazu mehr in dem Buch. Gregorius schreibt Kusch das zu, was nach allgemeiner Auffassung seinem Sohn zugestoßen sein soll. Aber seine Aussage zeigt den Glauben seiner Zeit, was von anderen Quellen her reichlich bestätigt wird, dass Kusch einen herausragenden Anteil daran hatte, die Menschheit von der wahren Gottesanbetung wegzuführen. Direkt nach der Landung der Arche sieht man hier also, wie die Menschen Gott abtrünnig werden, obwohl sie am eigenen Leibe doch erfahren hatten, was Gott mit Abtrünnigen anstellt. Der Teufel findet immer willige Seelen, damals wie heute. Das musste ich als Kommentar mal loswerden. Ich wiederhole gern den letzten Satz nochmal, bevor wir weiterlesen. Wenn Ninus Nimrod war, wer war dann der historische Bel oder Baal? Er muss Kusch gewesen sein, denn Kusch zeugte Nimrod und Kusch wird als einer der Redelsführer in dem großen Abfall dargestellt. Außerdem war Kusch der Sohn von Ham, Hermes oder Merkur, denn Hermes ist nur ein ägyptisches Synonym für den Sohn des Ham. Hermes war nun der große, ursprüngliche Prophet des Götzendienstes, denn er wurde von den Heiden als Urheber ihrer religiösen Riten und als Dolmetscher der Götter anerkannt. Der berühmte Gesenius setzt ihn mit dem babylonischen Nebo gleich, dem prophetischen Gott, und eine Aussage von Hyginus zeigt, dass er als einer der großen Akteure in jener Bewegung bekannt war, die die Trennung der Sprachen hervorbrachte. Seine Worte lauten, Zitat, lange Zeit lebten die Menschen unter der Regierung von Jove, offensichtlich nicht der römische Jupiter, sondern der Yahweh, der Hebräer. Lange Zeit lebten die Menschen unter der Regierung von Jove, ohne Städte und ohne Gesetze, und alle sprachen eine Sprache. Aber danach dolmetschte Merkur das Sprechen der Menschen, weshalb ein Dolmetscher oder Ausleger auch Hermeneutes genannt wird. Und dieselbe Person zerstreute die Völker. Dann begann die Uneinigkeit. Hier stehen wir vor einem offenkundigen Rätsel. Wie konnte Merkur oder Hermes es nötig haben, das Sprechen der Menschen zu dolmetschen, wo sie doch alle eine Sprache sprachen?
Um herauszufinden, was gemeint ist, müssen wir uns mit der Sprache der Mysterien befassen. Peresch bedeutet im Chaldäischen auslegen, dolmetschen, wurde aber von den alten Ägyptern und den Griechen und oft von den Chaldäern selbst genauso wie Peres ausgesprochen, was teilen und trennen heißt. Also der Unterschied ist Peres, da hat man P-E-R-E-S und Peresch eben noch ein H hinten dran. Ja? So war Merkur oder Hermes oder Kusch der Sohn Hams, der Trenner des Sprechens, der Sprache der Menschen. Es scheint, als wäre er der Redelsführer bei dem Plan gewesen, die große Stadt und den Turm von Babel zu bauen, und hätte, worauf der bekannte Titel Hermes, Ausleger der Götter, hinwies, sie im Namen Gottes dazu ermutigt, mit ihrem vermessenen Vorhaben fortzufahren. Dadurch hätte er bewirkt, dass die Sprache der Menschen getrennt und sie selbst überall hin über die Erde zerstreut wurden. Betrachten wir nun in diesem Zusammenhang den Namen Belus oder Bel, der dem Vater des Ninus oder Nimrod gegeben wird. Während der griechische Name Belus sowohl den Baal als auch den Bel der Chaldäer darstellte, waren diese nichtsdestoweniger zwei völlig verschiedene Titel. Beide Titel wurden oft demselben Gott verliehen, aber sie hatten völlig verschiedene Bedeutungen. Baal, wie wir schon sahen, bedeutete der Herr, aber Bel bedeutete der Verwirrer. Wenn wir dann lesen, dass Belus, der Vater von Ninus, derjenige war, der Babylon baute oder gründete, kann es da einen Zweifel geben, in welchem Sinn ihm der Titel Belus verliehen wurde? Es muss im Sinne von Bel, der Verwirrer, gewesen sein. Und auf diese Bedeutung des Namens des babylonischen Bel finden wir eine deutliche Anspielung in Jeremia 50, Vers 2, wo gesagt wird, Bel ist verwirrt, aus der englischen Bibelübersetzung. Also, der Verwirrer ist zur Verwirrung gebracht. Dass Kusch in der heidnischen Antike in der Eigenschaft des Bel des Verwirrers bekannt war, beweist eine Aussage Ovids sehr deutlich, in der er Janus, den Gott der Götter, von dem alle anderen Götter ihren Ursprung nahmen, von sich selbst sagen lässt, Zitat, in der Antike nannten sie mich Chaos, Zitat Ende. Dies zeigt nun zunächst eindeutig, dass Chaos nicht nur als ein Zustand der Verwirrung, sondern auch als der Gott der Verwirrung bekannt war. Zum anderen, wer irgendwie mit den Gesetzen der chaldäischen Aussprache vertraut ist, weiß, dass Chaos nur eine der feststehenden Formen des Namens Kus oder Kusch, deutsch Kusch, ist. Betrachtet man nun das Symbol des Janus in der Abbildung, die ich euch hier gleich einblende, der Gott mit den zwei Gesichtern, den sie in der Antike Chaos nannten, so wird klar werden, wie exakt es mit den Taten Kuschs übereinstimmt, wenn er mit Bel, dem Verwirrer, gleichgesetzt wird. Dieses Symbol ist ein Knüppel, und die Bezeichnung Knüppel im Chaldäischen kommt von dem Wort, das in Stücke brechen oder überall hin zerstreuen bedeutet. Derjenige, der die Sprachenverwirrung verursachte, war auch der, der die vorher vereinte Erde, wie wir im 1. Buch Mose 11, Vers 1 nachlesen können, der die vorher vereinte Erde in Stücke brach und die Bruchstücke überall hin zerstreute. Wie bedeutungsvoll ist dann der Knüppel als Symbol der Erinnerung an das, was Kusch als Bel, der Verwirrer, tat? Und diese Bedeutung wird noch umso klarer werden, wenn man den hebräischen Text vom 1. Buch Mose, also der Genesis, Kapitel 11, Vers 9, Zitat, daher heißt ihr Name Babel, das der Herr da selbst verwirrt hatte. Alle Länder sprache und sie zerstreut von dort in alle Länder. Zitat Ende. Heranzieht und sieht, dass dasselbe Wort, von dem der Knüppel kommt, verwendet wurde, um auszudrücken, dass infolge der Sprachverwirrung die Menschenkinder über die ganze Erde zerstreut wurden. Das dort für überall hin zerstreuen verwendete Wort heißt Hephaiz, welches in der griechischen Form zu Hephaizt wird.
Daher auch der Ursprung des bekannten, aber wenig verstandenen Namens Hephaistos für Vulcanus, den Vater der Götter. Hephaistos ist der Name des Rädelsführers, des überallhin Zerstreuenden, in der ersten Rebellion. Denn Bel, der Sprachenverwirrer, ist der Name derselben Person. Hier kann der Leser nun die wahre Herkunft des Hammers, des Vulcanus, sehen, was nur eine andere Bezeichnung für den Knüppel des Janus oder Chaos ist, des Gottes der Verwirrung. Auf diesen, der die Erde in Stücke brach, finden wir in Jeremia 50, Vers 23 eine verdeckte Anspielung, wo Babylon folgendermaßen angesprochen wird, das mit einem ursprünglichen Gott gleichgesetzt wird. Also wir lesen in Jeremia 50, Vers 23: Wie geht's zu, dass der Hammer der ganzen Welt zerbrochen und zerschlagen ist? Wie geht's zu, dass Babel eine Wüste geworden ist unter allen Heiden? Zitat: Wie ist zerhauen und zertrümmert der Hammer der ganzen Erde? Zitat Ende. Da nun das Turmbauen die erste Handlung offener Rebellion nach der Sintflut war und Kusch als Bel dabei der Rädelsführer war, war er natürlich der Erste, dem der Name Merodach, der große Rebell, gegeben worden sein muss. Merodach kommt von Meret, rebellieren, und Dak, D-A-K-H, dem angehängten Demonstrativpronomen, das ihm den Ausdruck verleiht, dass es jener oder der Große bedeutet. Ja? Also, nochmal diesen letzten Satz, ja? Der große Rebell, Merodach. Da nun das Turmbauen die erste Handlung offener Rebellion nach der Sintflut war und Kusch dabei als der Rädelsführer war, war er natürlich der Erste, dem der Name Merodach gegeben worden sein muss. Daher werden gemäß dem herkömmlichen Parallelismus der prophetischen Sprache beide Namen des babylonischen Gottes zusammen erwähnt, als das Urteil über Babylon vorhergesagt wird. In Jeremia 50, Vers 2 können wir deswegen das auch nachlesen. Meine Note geht hier nicht auf, das ist nicht so schön. Jeremia 50, Vers 2: Verkündet unter den Heiden und lasst erschallen, werfet ein Panier auf, lasst erschallen und verberget's nicht und sprecht: Babel ist gewonnen, Bel steht mit Schanden, Merodach ist zerschmettert, ihre Götzen stehen mit Schanden und ihre Götter sind zerschmettert. Das ist die Übersetzung aus der Luther-Version von 1912. Kurz: Bel ist verwirrt, Merodach ist in Stücke gebrochen. Aus der englischen Übersetzung nach der King James Bibel. Das Urteil ergeht über den babylonischen Gott gemäß dem, was er getan hatte. Als Bel hatte er die ganze Erde verwirrt und deshalb wird er verwirrt. Als Merodach hatte er durch die Rebellion, die er entfacht hatte, die vereinte Welt in Stücke gebrochen und daher wird er selbst in Stücke gebrochen. So viel zum historischen Charakter Bels, der mit Janos oder Chaos, wie wir schon gesehen hatten, dem Gott der Verwirrung, mit dem symbolischen Knüppel identisch ist. Hier muss ich nochmal eben auf die nächste Fußnote eingehen, wo der Autor uns erzählt: Während die Namen Bel und Hephaistos die oben erwähnte Herkunft hatten, waren sie, wenn auch in einem anderen Sinne, auch nicht gerade ungeeignete Namen für die Kriegsgötter, die von Kusch abstammten und von denen Babylon seinen Ruhm unter den Völkern erhielt. Die kriegerischen zu Göttern erhobenen Könige aus der Linie des Kusch erfreuten sich ihrer Macht, Verwirrung unter ihre Feinde zu bringen, ihre Heere zu zerstreuen und durch ihre unwiderstehliche Macht die Erde in Stücke zu brechen. In den inspirierten Warnungen Jeremias an Babylon finden wir ohne Zweifel Anspielungen darauf, wie auch auf die Taten des ursprünglichen Bel. Der auch körperliche Sinn dieser Namen wurde durch die Keule verkörpert, die dem griechischen Herkules beigefügt wurde, wie die Keule des Janus, als er mit Eigenschaften, die sich ziemlich von denen des ursprünglichen Herkules unterscheiden, durch rein körperliche Kraft zum großen Reformer der Welt wurde. Wenn der zweiköpfige Janus mit der Keule dargestellt wird,
war die zweifache Darstellung wahrscheinlich dazu gedacht, eine Kombination des Alt-Kusch und des jungen Kusch oder Nimrod darzustellen. Aber die zweifache Darstellung mit anderen Eigenschaften bezog sich auch auf einen anderen Vater der Götter, der insbesondere etwas mit Wasser zu tun hatte. Nun fährt der Autor fort, auf Seite 37, wenn wir nun mit diesen Schlussfolgerungen fortfahren, ist es nicht schwierig herauszufinden, wie man sagen kann, dass Bel oder Belus, der Vater von Ninus, Babylon gründete, während jedoch Ninus oder Nimrod eigentlich dessen Erbauer war. Nun, sowohl Bel oder Kusch, der besonders daran beteiligt war, die ersten Grundsteine Babylons zu legen, als König betrachtet werden mag, wie er in einigen Exemplaren der Chronik des Eusebius, dargestellt wird, ist doch aus der Religions- und Weltgeschichte offensichtlich, dass er nie als König der eigens sogenannten babylonischen Monarchie regiert haben konnte. Und demgemäß ist auch in der armenischen Version der Chronik des Eusebius, deren Korrektheit und Autorität unbestritten ist, sein Name in der Liste der assyrischen Könige vollständig ausgelassen. Und der Name Ninus steht an erster Stelle, was genau mit dem biblischen Bericht über Nimrod übereinstimmt. Ach nee, sieh mal eine an. Die Bibel hat recht. Deswegen gerne noch einmal an dieser Stelle. Die Bibel ist das einzige unfehlbare Wort des einen Gottes, des Schöpfers und Erlösers. Es steht nicht ein unwahres Wort in der Bibel. Die komplette Menschheitsgeschichte ist darin geschrieben. Und selbst aus säkulären Büchern wie diesem lernt man von denselben Personen der Weltgeschichte total verschiedene Quellen, die doch über dieselben Charaktere berichten. Genauso übrigens wie römische Schreiber auch von Jesus zu berichten wussten. Ein wenig eigene Nachforschung zu diesem Thema rege ich hier gerne mal an für euch. Die Bibel hat recht. Also einen besseren Satz bin ich eigentlich in diesem Buch noch nicht begegnet, als das, was ich hier gerade eben vorgelesen hatte. Nicht das letzte, das war mein Kommentar. Aber, und demgemäß ist auch in der armenischen Version der Chronik des Eusebius, deren Korrektheit und Autorität unbestritten ist, sein Name in der Liste der assyrischen Könige vollständig ausgelassen und der Name Ninus steht an erster Stelle, was genau mit dem biblischen Bericht über Nimrod übereinstimmt. Lest die Bibel und ihr habt die Wahrheit, wie ich vorhin schon gesagt hatte. Wenn wir dann bedenken, dass Ninus im Allgemeinen von der Antike zum Sohn des Belus oder Bel gemacht wurde, und da ist der und dass der historische Bel Kusch ist, wird dadurch die Identität von Ninus und Nimrod weiter bestätigt. Wenn wir aber bedenken, was über Semiramis gesagt wird, die Frau des Ninus, finden wir noch wesentlich mehr Bestätigung. Es zeigt nämlich in überzeugender Weise, dass die Frau des Ninus keine andere als die Frau Nimrods sein konnte. Und bringt überdies eine der wichtigen Eigenschaften ans Tageslicht, mit der Nimrod verehrt wurde, als er zum Gott erhoben war. Im Buch von Daniel, Kapitel 11, Vers 38, lesen wir von einem Gott namens Allah Mahusine. Allah, A-L-A, ne? Hat nichts mit dem Allah aus dem Islam zu tun, also bitte verwechselt das nicht. Dieser Gott namens Allah Mahusine, Gott der Festungen heißt. Zu bestimmen, wer dieser Gott der Festungen sein könnte, sahen sich die Kommentatoren bisher nicht in der Lage. Die Aufzeichnungen der Antike wurden generell nach der Existenz irgendeines Gottes der Festungen überprüft, und es muss zugegeben werden, dass dort kein solcher Gott vorkommt, der von irgendeiner Bedeutung ist. Aber jeder weiß, dass es für das Existieren einer Göttin der Festungen ausreichende Beweise gibt. Diese Göttin heißt Kybele, die immer mit einer Krone in Form einer Mauer oder eines Türmchens oder mit einer Festung auf ihrem Kopf dargestellt wird. Weshalb wurde Rea oder Kybele so dargestellt? Ovid stellt die Frage und beantwortet sie selbst. Er sagt, der Grund, weshalb die Statue der Kybele eine Krone aus Türmen trug, sei, weil sie diese zuerst in Städten errichtete. Die erste Stadt in der nachsintflutlichen Welt, oft setzt man hier den Beginn der Welt an, die Türme und Stadtmauern aufwies, war
Babylon. Und Ovid selbst sagt uns, dass Semiramis, die erste Königin dieser Stadt, diejenige gewesen sein soll, die Babylon mit einer Mauer aus Ziegelsteinen umgab. Semiramis, die erste zur Göttin erhobene Königin dieser Stadt mit ihrem Turm, dessen Spitze bis zum Himmel reichen sollte, muss der Prototyp der Göttin gewesen sein, die zuerst Türme in Städten errichtete. Betrachten wir die Diana von Ephesus, finden wir Hinweise auf genau diese Tatsache. Im Allgemeinen wurde Diana als Jungfrau und Schutzherrin der Jungfräulichkeit dargestellt, aber die ephesische Diana unterschied sich davon sehr. Sie wurde mit all den Attributen der Mutter der Göttin, der Götter dargestellt, wie wir in der Abbildung 8 hier sehen können, und trug als Mutter der Göttin eine Turmkrone, deren Anblick unweigerlich an den Turm zu Babel erinnert. Diese einen Turm tragende Diana wird von einem alten Gelehrten ausdrücklich mit Semiramis gleichgestellt. Nun, Layard sagt hierzu, nach einem Scholiasten der Perigesis von Dionysos sei Semiramis dieselbe wie die Göttin Artemis oder Despoina. Artemis nun war Diana, und der ihr verliehene Titel Despoina zeigt, dass sie durch die Eigenschaften der ephesischen Diana mit Semiramis gleichgesetzt wurde, denn Despoina ist das griechische Wort für Domina, die Herrin, der Titel, der Rhea oder Kybele eigen ist, der einen Turm tragenden Göttin im alten Rom. Wenn wir uns dabei erinnern, fährt der Autor fort, dass Rhea oder Kybele, die einen Turm tragende Göttin, tatsächlich eine babylonische Göttin war, und dass Semiramis, die zur Göttin erhoben wurde, unter dem Namen Rhea angebetet wurde, dann wird wohl kein Zweifel über die Identität der Person der Göttin der Festungen bestehen bleiben. So, berücksichtigend, dass wir 57 Minuten bereits in der Aufnahme sind, werde ich hier stoppen und werde den zweiten Teil dann wohl doch in einem weiteren Video erklären, gehe dann aber direkt weiter in der Lesung. Also ich mache das nur zur Unterteilung, dass ihr euch eine Pause nehmen könnt und dass ich 2-3 Tage zwischen dem Aufladen der beiden Videos Zeit lasse. Danke fürs Zuhören und nächstes Mal machen wir dann weiter. Bis zum nächsten Mal und Gott schütze euch. Tschüss.